Schönheit kannst du besser gebrauchen als Gesundheit, glaube ich. So ein bisschen Schönheit. Gesund bist du ja eigentlich, aber schön. Deswegen Schönheit. Leute, ihr wisst, was kommt. Ihr habt uns wieder viele schlechte Sprüche geschickt, die jeder kennt und mit denen jeder zu kämpfen hat. Das war einer davon und Schönheit. Hier kommen noch ein paar mehr. Schönheit. Ey, weißt du, was der Hammer ist? Was denn? Ein Werkzeug. Weißt du das nicht? Kennst du nicht einen Hammer? Hast du noch nie einen Hammer in der Hand gehabt? Doch, hab ich. Guck mal bei dir in der Werkzeugkiste. Der weiß nicht, was der Hammer ist. Weißt du denn, was ein Schraubenzieher ist? Ja. Ich hab doch gerade gefragt, weißt du, was der Hammer ist? Dann sag doch ja. Der weiß nicht, was ein Hammer ist. Ja, aber ohne Scheiß, ne? Ohne mich wäre Bullshit TV gar nichts, ne? Du kannst doch gar nichts. So, wenn du das allein machen würdest, hätte Bullshit TV 30 Abos. Alter, mach mal den Ball flach, okay? Warte. Den hier, oder was? Stört dich das, wenn ich den so hochhalte, oder was? Nein. Ja, okay, warte, dann halte ich den ganz flach so. Oder noch flacher, hier so, auf der Tischplatte oder sogar ganz auf dem Boden. Wo soll ich den halt? Geh kurz runter, halt den hier unten, ja? Besser? Ja, besser. Ey, da gibt's eine Sache, ne, die passt mir echt überhaupt nicht. Okay, was denn? Schuhe in 35. Ich habe ja 46, wie sollen die mir passen? Ja. 11 Nummern zu klein. Passt mir überhaupt nicht, weißt du, verstehst du? Passt mir nicht. Ja. Du dachtest, irgendwas passt mir nicht, irgendwas finde ich nicht in Ordnung. Ja, genau. Ja. Bam, Alter. Ey, das gibt's ja nicht, Mann. Was denn? Ey, leck mich am Arsch. Echt? Soll ich? Ey, ja, dann zieh die Hose aus, sonst kann ich's ja nicht machen. Also, finde ich ein bisschen ekelhaft, aber wenn du unbedingt willst, so, dann mach ich's halt. Ganz ehrlich, ja, musst aufpassen, was du dir wünschst, ne? Du musst ein bisschen auf deine Wortwahl achten. Leck mich am Arsch, ist doch klar, dass ich ja, das mache. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich kann's doch nicht rappen, aber ich mach bald einen Diss-Track gegen jeden Menschen in Deutschland. Jeden, ich bezeichne jeden Menschen in Deutschland als Hurensohn. Ich mach so einen richtig krassen Diss-Track gegen alle, so. Was, mach alle Tassen im Schrank? Ich weiß nicht, was es jetzt damit zu tun haben soll, aber ich kann mal gerne kurz in die Küche gehen und gucken. Nein. Ich kann sein, dass zwei in der Spülmaschine sind und eine kaputt gegangen ist, aber die meisten müssen noch da sein. Aber was hat das jetzt mit meiner Idee zu tun? Gib mal lieber Feedback. Wenn dich das beruhigt, ich gehe eben gucken, ja? Ich zähle eben nach, ja. Und wenn alle da sind, dann sag ich dir Bescheid, ja? Warte. Dings, hast du dich eigentlich entschieden, welches Handy du dir jetzt holen willst? iPhone, denke ich. iPhone? 6 oder 7? 6 oder 7? 1 natürlich. 1 reicht doch total. Was will ich mit 6 oder 7 iPhones? Erstens habe ich gar nicht so viel Kohle gerade. Und zweitens, hallo, welcher Mensch braucht bitte 6 oder 7 iPhones? Es gibt Leute, die haben 2 Handys. Irgendwie ein berufliches, ein privates. Aber welcher Mensch? Zeig mir einen, der bitte 6 hat oder 7. Das ist doch total wahnsinnig. Ich hole mir nur ein iPhone. Ey, weißt du, was ich nicht verstehe? Nee, was denn? Chinesisch. Oder verstehst du das etwa? Nein. Verstehe ich nicht. Ich kenne die Sprache nicht. Sag mir nicht, du verstehst Chinesisch. Nee, verstehe ich nicht. Oh Mann. Ich gehe kurz in die Küche. Willst du auch was trinken? Ja, ein Wasser gerne. Ja, ein stilles? Nee, ich glaube, ich trinke lieber ein lautes. Ein richtig lautes Wasser, weißt du? Also, das schreit richtig. So ein Wasser will ich. Okay, hol ich. Die Stillen, die finde ich mal ein bisschen zu ruhig, weißt du? Ich bin mehr der laute Typ. Deswegen denke ich, so ein lautes Wasser wäre viel besser. Denn wie fetten haben wir heute nochmal? Am 3.1. Ey, krass. Dann haben wir uns ja seit letztem Jahr nicht mehr gesehen. Weißt du, weil jetzt 2017 ist, haben wir uns seit 2016, also seit letztem Jahr haben wir uns nicht gesehen. So lange ist das schon her, Alter. Cool. Ey, Digga, ein Jahr ist das her jetzt. Ja, jetzt ist auch erstmal wieder ein Jahr Pause, glaube ich. Ja. Boah, gar keinen Bock, ey. Ich muss gleich noch ein Paket zur Post bringen. Scheiße. Weißt du was? Ich muss gleich eh noch in die Stadt. Dann okay. Ich mach das schon für dich. Echt? Ja. Das ist mal ein Wort. Geil. Danke. Das sind 6 Wörter. Was? Ich mach das schon für dich. Das sind 6. Du hast gesagt, das ist mal ein Wort. Kannst du nicht zählen, oder was? Ein Wort? Wie soll ich denn in einem Wort ausdrücken, dass ich das mache?
eine Abkürzung oder was? Ich mach das schon für dich. Das sechs. Ist also ein Wort. Ja, sechs war das. Ja. Jui. Das war mal wieder unerträglich schlecht. Das war extrem schlecht. Aber das sind wirklich alles Sprüche, die man schon so oft gehört hat und die auch nie aussterben. Nee. Es gibt immer wieder Leute, die denken, die sind lustig, ne? Die habe ich schon vor 10 Jahren gehört und ich glaube, die werde ich auch in 10 Jahren noch hören. Aber jetzt glaube ich langsam haben wir, glaube ich, alle gehabt. Also wenn ihr noch welche kennt, gerne in die Kommentare schreiben, aber mir fallen jetzt langsam auch keine mehr. Bis auf, gibt's doch gar nicht, doch bei Roller. Der wurde noch 1000 Mal geschrieben, aber den fanden wir so schlecht. Der nervt uns selber so sehr, dass er nicht mal ins Video. Der durfte nicht ins Video, ins Video. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr alle Sprüche kanntet, gebt einen Daumen hoch. Und wie gesagt, wenn ihr noch was habt, gerne in die Kommentare. Jawohl. Aber ich glaube, jetzt ist langsam ein Punkt erreicht, wo ich es noch nicht mehr ertrage. Jetzt aus, ne. Jetzt ist Ende. Schluss aus, Ende. Game over. Seid ihr überrascht uns. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Life's so unpredictable, take control of what you're worth.